Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Heute wieder aus der Tiefenschlucht. Ja, Tiefenschlucht, genau, da oben steht's auch. Tiefenschlucht. Ach, schönes Wiki. Gibt's Estik? Ja, Mal der Wildnis wird's geben. Jetzt muss ich wieder gehen. Ah, frisch, fromm, fröhlich, frei. Ja, so. Was haben wir denn hier alles? Wir haben Mitspieler, wir haben Gegner. Was haben wir denn da für Gegner? Okay, vom Equip sind die nicht so doll. Nee, und unsere. Okay, das gibt sich so ziemlich die Waage. Das ist jetzt kein so riesiger Unterschied. Die Flamme werde ich aber jetzt wieder rausnehmen. Weil mir der Schild dann auf Dauer doch lieber ist. Das ist halt passiv und absorbiert mehr als die Flamme halt. Die Flamme sieht halt einfach. Ich finde diesen Effekt einfach cool. Ich glaube, das hatte ich im letzten Video schon erwähnt. Nee, der Effekt ist, ich finde den Effekt wirklich toll. Und schade, dass er weggeht. Genauso wie mit Empowered Seals. So, ich liebe Empowered Seals, was die Optik betrifft. Das ist echt schade, dass sowas alles rausfliegt. Und ich weiß auch nicht warum. Das sind so viele schöne Effekte, die da weggehen. Nicht so, dass es in Legion auch, dass es auch keine gibt, aber. Also ganz ehrlich, was diese optischen Sachen betrifft, fand ich bisher Legion, fand ich WOD mitunter am besten. Vor allem halt einfach Empowered Seals hat für mich eigentlich bei Palad, also bei Retris, den schönsten Effekt von allen anderen, weil das ist. Denn das ist ein Effekt, der erweitert sich ja dann. Jedes Mal, wenn man ein anderes Richturteil hat, dann hat man noch einen weiteren Effekt zusätzlich. Man hat ja so einen Riesenkreis, der cool aussieht. Also mit Verzierung und so weiter. Dann hat man ja diese kleinen Kreise noch drin und vier kleine Kreise. Und in jedem kleinen Kreis ist dann nachher ein Siegel drin. Je nachdem, was für ein Siegel man dann halt ausgewählt hat. Also es ist Hammer. Kriegst du gleich mal einen Stunt-Pally. Da ist schon gebubbelt. Gehen wir auf den Varior. Töten ihn. Da ist dann Shami drauf. Da die alles nicht richtig in den Zack gegangen sind und mit viel zu wenig Leuten und viel zu spät, kriegen sie jetzt halt auf die 12. Zack. So, wir werden uns mal nach oben begeben. Na, komm schon. Da ist noch ein Decay. Aber die ignorieren wir ganz dezent. Da ist ein Varior. Death Vapor. Vapor, ich weiß nicht, wie das ausspricht. Da ist noch ein Lyhexer. Einer, komm, greif mich an. Inline. Stun. Okay, auch ein Warrior. Death Zed ist an der Hexer. Und jetzt gehen wir auf den Hexer. Wall ist ab. Ich krieg nochmal einen Inline. Komm, wir bubbeln. Denn den Chaos kann ich nicht mehr abhalten. Der scheiß Hunter da hinten nervt mich. Ja, ich hab aber die Bubble, du Horst. Ah, das ist doch ein Bot. So. Jetzt gibt's noch einen down. So, das nächste ist down. Balloon dich auch nicht, dass du auf den Gedanken kommst. Und buffen und weiter geht's. Ist auch so ein Ding. Oh, kritisch. Mitte sauber, Mitte ist sauber. Jetzt könnten wir eigentlich da runter gehen. Ah, ich kann mir jetzt immer Panda, gell? Ne, Goblin. Panda ist oben, Goblin unten. Ah, da kommt ja was. Will doch nicht. Den da können wir uns schnappen, oder? Ja. Dann zimmern wir ihn mal weg. Elend? Nein, ist kein Elend. Warum kann ich nicht angreifen? Wenn den mal. Der nicht auch auf dumme Gedanken kommt. Da oben spielt einer. Der Bob. Hallo Worry. Hallo Hunter. Oh, hallo Pally. Ey, ich hab dich. Killing spree.
könnte ins Auge gehen. Das könnte wirklich ins Auge gehen. Ne, doch nicht. Schab ja tapfere, wackere Mitstreiter. Danke nochmal. Rampage. Ja. Hallo Hunter. Nein, wir laufen nicht in eine Falle. Töten dich einfach bei Gelegenheit. Den Kill will ich jetzt auch noch haben. Da bin ich jetzt gerade mal Killgeil. Mal runter. Ja. Jetzt mal ein Heal. Weil er kriegt einen Stun. Und dann töten wir ihn. Hat er eine Bubble? Kann ich nicht. Doch hat er. Ich tap mal. Ein Kommentar. So kann man natürlich auch dem Gegner die Basis überlassen, während man deffen könnte, während man immun gegen alles ist für 8 Sekunden. Aber man kann es auch lassen. Ist nix. Zup, 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 die zup. Wir haben die Mitte gar nicht. Der braucht keine Hilfe. Der braucht Freedom. Der will sterben. Jo. Nehmen wir den mal. Nachwaffen. Kann ich ein Schild erneuern? Smelly Totems. Windwalk ausschalten. Schauen wir Stun. Wings up on. Gib ihm. Eis dann. Irgendwas heilt hier. Der Schami da oben. Kriegt man Inline. Ich habe ihn zwar geinlined, aber macht nichts. Wenn du Pech hast, stirbst du jetzt. Ja, du hast Pech, du stirbst. Hat er sich wiederbelebt. Hab ich auch gemacht. Dann sie. Jetzt wenigstens. Nein, jetzt wollte ich eigentlich noch Handauflegung nehmen. Aber das hat nicht gereicht. Aber immerhin, ich habe den Druiden noch kicken können. Das ist es wert. Puh, das ist richtig Lücke. Die gammeln irgendwo dazwischen ab. Aber nicht unterschätzen. Niemals den Gegner unterschätzen, das kennt man überall her. Aber man macht es trotzdem. Wenn man blöd ist. Wenn man sich überlegen fühlt. Eigentlich schlimm. Gibt so viele Dinge, die sind so einfach. Zum Beispiel, warum läuft der Hunter nicht weg? Okay, er ist gestunt. Kann er nicht laufen. Hat er recht. Würde ich auch nicht machen. Na ja. Stunnen wir den mal. Hallo DK. Hallo Bruder DK. Oh, jetzt ist der noch umgefallen. Kann der noch umfallen? Nein, der kann nicht umfallen. Ne, da bubble ich jetzt. So, das dann werde ich jetzt. Bubble ist weg und dann mache ich First Blood. Retribution. Oh, jetzt hat er mich geinlined, die Sau. DK ist lebensmüde. Ich kann mir jetzt rein. Oh, du Affe. Okay, Katze, sorry. Tja, und tappen wir mal. Der Hunter ist tot. Erfolgreich, ne? Gab's hier nicht einen Erfolg? Tiefenwindschlucht. Ah, nix, nix, was ich schon hab. Mist. Was war denn das hier? Viermal? Ne, das muss ich mit der Gruppe machen. Außer müssen die Gegner ja die Lore holen. Das tun sie nicht. Geil, Pally Wars. Okay, wir werden überleben, weil wir einen Heiler haben. First Blood. Na, oh, Blade, Rovelcopter. Oh ja, töten wir dich einfach.
Bam! Da fällt er um. Das bitte genau. Ich muss den der Könige, ich will mehr Stärke haben. Hallo Shami. Ist. Ich mir zum Ela, ne, ist ein Heiler. So jetzt. So. Gotcha. Gotcha. Woo. Doch, geht auf die 12. Damit der ja nicht da tappt, das wäre ja katastrophal. Der hingeht und tappt. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Schön, die Alice führt. Warum auch immer. Gut. Ich weiß zwar nicht, warum ich da gedrückt habe, dass ich mir eine ADF gebe, aber. Okay. Tschüss Hunter. Tschüss Worry. Auch nicht gekriegt. Die Leute müssen hochziehen. Jetzt haben wir das auch wieder. Nummer 2. Die alles haben immer noch mehr. Ich lasse aber mal hingehen, die Lore holen. Da haben wir eine. Ja, genau. Aber nicht alle hoch. Na gut, man weiß nicht, wie viele oben sind. Warum muss ich 10 Leuten hoch? Einer. Oh, hat er jetzt schon die Terrans an, die Sau. Ja. Regel für den Mann, Freund. Und das drüber. Und dann geht er da. Man macht jetzt gleich irgendwas Sinnloses. Sag ich doch. Der bladet rum und will DPS pushen. Der nächste Pusher. Oh, jetzt kommen aber hier ein paar mehr. Und tschüss. Ja, es bringt aber nicht so gut, wenn du Hornochse. Lauf doch seitwärts. Kampfrausch gezündet, scheinbar. Ja, wir werden verlieren. Ja, wir werden verlieren, das, wenn das so weitergeht. Jetzt sind sie in der Mitte am Zergen. Ich wollte eigentlich die Lore mal holen. Dann werde ich mal. Oh, die Kay nervt mich. Mein Gott, die Kay, wir sind hier an einem Feral. Siehst du das denn nicht? Heilen. So. Jetzt würde ich eigentlich gerne mal die Fleck holen, aber da sind zu viele. Wir sind dominant genug, aber wir verspielen es. Rampage.
Das ist frustrierend halt, ne? Double kill. Aber dem passiert halt nichts. Wir brauchen alle Punkte. Jetzt mal das Ding spam, vielleicht schnallt es dann. Dass wir alles brauchen. Okay, da hat ein Smash. Eule. Oh, es ist überlebt. Nein, jetzt muss ich mal hingehen. Ja gut, die Allies gewinnen das. Tja. Schade, schade, schade. Hätte eigentlich unser Win sein müssen, aber gut. So sind sie halt, ne? Die Hortler. Die Allies. Auch schon so oft, aber gegen... Also gegen... Russen und keine Ahnung was alles gespielt und die haben uns abgefarmt, aber wir konnten, Warzone war das meistens, abgefarmt bis zum geht nicht mehr im Friedhof gekämpft, aber wir haben hinten halt dann dreimal die Flagge geholt und gewonnen, also von daher. Kann nochmal Spaß daraus gucken, erlitten Schaden, Heilung, Siegel der Einsicht heilt ja nur mich, ich selber, Siegel der Einsicht zweiter Stelle, ja, 380k. Ich habe auch nicht viel so geheilt. Ja gut. Nee, hier. Genau. Gut, dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare auf Twitter oder Facebook. Und wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. In diesem Sinne, tschüss.